Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 87 von Star Vector. Ja, und das mit dem Mod Ironclads. Und ja, wir laden gerade das Spiel und dann schauen wir mal rein. Ich bin ein bisschen erkältet, hoffe, das stört euch nicht, wenn ab und zu mal entweder nichts zu hören ist, dann habe ich das Mikro ausgeschaltet oder ich habe es nicht geschafft, dann huste ich mal in die Aufnahme, da müsst ihr halt ein bisschen die Lautstärke zurücknehmen, damit nicht die Ohren platzen. Okay, drinnen sind wir. Letztes war, wir wollten nach Rex hin. Das machen wir doch mal. Fliegen wir doch mal einfach jetzt ein Piratensystem an und gucken, was passiert. Weil immer im Kreis und immer wieder Geld scheffeln und so ist irgendwie nicht so der Bringer, oder? Gut, gucken wir mal, wie es wird. Speeding up time können wir noch machen. Da ist es schon, das System. Springen wir mal hier rein. Da ist es gar nicht so groß. Okay, wie sieht die Karte aus? Da gibt es eine Station und mehr auch nicht. Dann fliegen wir doch mal hin. Station Wreck. Aha, unsere Sensoren entdecken Asteroidenfeld. Deswegen Uptime. Da ist diese Station. Fliegen wir doch mal hin und gucken uns das an, oder? Aha, wir können das also, naja, ausbeuten alles hier. Puh, was soll man da machen? Gute Frage, ne? Schwierig. Die haben wir was gekriegt, oder nicht? 28 Low-Tech-Komponenten haben wir gekriegt und das war's. Und das ist eine Rockfliege. Disengage, geht das? Ja, geht. Aber irgendwo muss doch hier sowas wie eine Station sein, oder? Wenn das ein Piratennest ist. Oh. Das ist nicht so ganz so gut. Combat Readiness fällt ab. Das liegt auch wahrscheinlich so ein bisschen an unserem Gepäck, oder? Obwohl, da haben wir ja eigentlich genug. Keine Ahnung warum. Können wir da hinfliegen? Aha, Deadly. Dann mal lieber weg hier. Was sagt denn die Karte sonst noch so? Nicht so viel, ne? Da ist nix. Bisschen rumfliegen und gucken, vielleicht ist ja da noch was. Fliegen wir doch mal dahin. Was geht da? Gefährliche. Keine Länder ist da. Kann man also auch sein lassen. Bringt's nicht. Gut, das heißt. Hat's jetzt nicht gebracht, ne? Fliegen wir halt wieder hier zu unserem, ja, Ausgang, wie soll man es nennen. Okay. Da ist es, rein ins Sprungtor, ab in Hyperspace. Ja, und dann fliegen wir mal dahin. Fliegen wir dahin.
Was soll man sonst machen? So, da einmal rein, gucken, was Sache ist. Wo ist er? Verband. Automatische Playstation, nö. Research Lab, das hört sich doch ganz nett an, oder? Das ist da oben. Okay. Haben wir nicht, oder? Hightech-Components können wir kaufen und Weapon-Components können wir kaufen. Bringt uns auch wieder nicht so viel, ne? Auch weg hier. Gibt's hier noch was? Ich glaube nicht so wirklich. Können wir gleich einen Ausgang nehmen, ne? Ja, wohin? Gute Frage, ne? Und hier ist Pirat angezeigt. War da auch, aber da ist nix. Fliegen wir doch da mal hin, oder? Was hat man hier mit F? Financial Center. P. Security Station. Muss ich nochmal husten? So, wieder da. Was machen wir? O. Orbital Factory. Ja, wir fliegen einfach hier dahin. Gucken wir uns das da an. Stompt, oder so ähnlich. Fliegen wir rüber. Speeding up time. Da ist es schon. Da, wo die Piraten zu Hause sind, gucken wir uns mal um, ne? Aber wir sind nicht die Einzigen, die hier sind. Und da sind keine Piraten unten gewesen. Wir sind jetzt hier. Da gibt's eine Station. Aha, dann fliegen wir doch mal dahin. Da ist die Station. Gucken, was passiert. Aha, da gibt es Besonderheiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Aber wir wollen noch handeln und da können wir mal kurz gucken. Bei Hackmaster 2000, Scrum Device, das ist alles nix. Aha. Buy or sell ships, das könnte ja noch interessant sein. Alles nur Frachter, was soll man damit? Ich dachte, hier kriegen wir mal richtig was zu schießen. Auch nicht. Ein Battle Carrier, okay, der ist schon was Besseres. Was haben wir denn? Das ist das Größte. Vielleicht soll man dann noch einen Battle Carrier kaufen, ne? Du wir den nehmen. Kann nicht schaden, oder? Refit. Ist das jetzt hier der Battle Carrier? Ich glaube ja, ne? Ne, das ist er. Gucken wir mal rein. Und was können wir da alles kaufen?
Burn Regulator, das braucht man auf jeden Fall, ne? Ja. Stream Gun. Nummer 2 daran. Haben wir noch was hier vergessen? Ich glaube, wir hatten alles, oder? Was sind das denn? Aha. Ich glaube, das nehmen wir noch dabei. Und nach hinten müssen wir auch noch was Dolles haben. Torpedos. Komm, die nehmen wir mal. Da sind so viele, ne? Da ein von. Da auch ein von. Was sind denn die kleinen her? Noch ein Beamer. So viele Sachen. Mikrolaser dabei. Mikro Battle Pulsar. Nehmen wir die auch noch. Bofors Defense Battery. Und die machen wir da auch. Und dann gibt's noch ganz viele kleine hier. Mikrolaser. Da auch noch ein. Hier unten sind auch noch welche. Machen wir da noch Beamer hin. Waffen ohne Ende, oder wie sehe ich das? Hammer. Und wir haben noch 20 über, 21 sogar. Ich glaube, das hört sich gut an, ha? Und einen davon. Da rein, automatisch. Okay. Schiff ist ausgerüstet, können wir so lassen. Den haben wir schon ausgerüstet komplett, ne? War da nicht irgendwo einer, wo wir noch ein bisschen was machen mussten? Ne, ich glaube nicht, ne? Gut, dann gucken wir mal weiter hier. Fleet, Crew, ah ja, da müssten wir vielleicht noch gucken, dass wir noch ein paar Leute kriegen, ja. Wo ist er? Wie viel braucht er? 50. Und die kriegen wir ja auch, Leute. Sieht gut aus. Die nehmen wir alle mit und ist gut. Confirm. Komm, die können wir hier lassen. Bisschen was verkaufen. Ich glaube, die können wir auch hier lassen, ne? Tja. Noch was Interessantes? Ich glaube nicht. Das passt jetzt. Charakter haben wir nicht. Refit Cargo ist auch klar. Können wir noch was kaufen? Nee. So, das ist schon geklärt.
Na, dann sind wir hier durch. Können wir ja auch schon wieder weg, ne? Hat auch nichts gebracht, in dem Sinne hierher zu fliegen. Auf zum Sprungtor und weg hier. Aber dann würde ich mal sagen, das können wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.